Einen wunderschönen guten Tag hier aus Bielefeld von den Big Brother Awards. Und um die geht es eigentlich jetzt gar nicht. Es geht nämlich nur um Katha und das, was sie zu sagen hat. Hallo. Hallo. Du bist aktiv bei AK Vorrat. Genau. Und hast gesagt, bevor ich jetzt die nächsten Gäste habe, müssen wir noch ein Video einschieben, weil wir am Sonntag gemeinsam was vorhaben. Was steht an? Ja, genau. Und zwar, das ist extrem dringend und das geht an alle von euch. Es werden an diesem Wochenende, das heißt am 13. und 14. bundesweit ganz viele Demonstrationen stattfinden in mehr als 25 deutschen Städten. Und es geht um die Bestandsdatenauskunft. Weißt du, was die Bestandsdatenauskunft ist? Ich tue mal so, als ob nicht, dann kannst du es mir erklären. Okay. Nee, also es geht grob gesagt darum, unter die Bedingungen und Regeln, unter welchen Polizei, Geheimdienste und Bundeskriminalamt auf so private Daten wie meine Anschrift, aber auch meine IP-Adresse und meine Passwörter zugreifen dürfen. Und im Endeffekt geht es darum, dass Geheimdienste, aber auch die Polizei natürlich immer mehr Zugriffe auf unsere Daten haben wollen. Und in dem neuen Gesetz ist beispielsweise vorgesehen, dass ohne, dass ein Richter drauf gucken muss, Behörden identifizieren dürfen, also einen Menschen einer IP-Adresse zuordnen dürfen. Das heißt, die geben eine IP-Adresse an eine Behörde an und kriegen dann meinen Namen ausgespuckt. Und da muss kein Richter dazwischen sein, um das zu kontrollieren, ob das jetzt verhältnismäßig ist oder nicht. Und das ist natürlich total übertrieben. Außerdem sollen neue Schnittstellen eingefügt werden, um Passwörter und um Daten zu IP-Adressen abzufragen. Und diese elektronischen Schnittstellen, die gab es vorher nicht. Und das lädt natürlich zu so einer Datensammel-Flatrate für Behörden geradezu ein. Und wir haben das in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass erst nach Salamitaktik, sage ich mal, so ein kleines Türchen geöffnet wird und dann fährt man gleich mit dem ganzen Panzer rein. Und von daher müssen wir unbedingt auf die Straße gehen. Das ist irre, das ist ja der feuchte Traum von jedem CSU-Innenminister. Ja, so ungefähr. Rate mal, woher der Gesetzentwurf kommt. Okay, wenn jetzt Zuschauer sagen, ich will am Sonntag mit raus auf die Straße, wo finden Sie die Informationen? Auf welcher Website? Ja, also am besten direkt auf www.bestandsdatenauskunft.de schauen und dort findet man die Übersicht über unseren Aufruf, 5-Minuten-Info, was bedeutet es konkret? Und auch Videos und natürlich auch alle Orte, an denen Proteste stattfinden. Dankeschön dafür. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich werde in Berlin dabei sein. So, dann haben wir noch ein Thema. Das liegt ja besonders am Herzen. Mitläufer heißt das Projekt. Genau. Was bedeutet das? Ja, also Mitläufer sind erstmal Menschen, die bereit sind mitzulaufen, wie der Name schon sagt. Das ist natürlich so ein bisschen negativ konnotiert, aber wir meinen es natürlich ganz anders. Es geht nämlich um Menschen, die sich auf den schweren, beschwerlichen Weg zum Amt machen müssen, sprich zum Arbeitsamt. Und nicht jeder, sage ich mal, fühlt sich sicher in dieser Umgebung. Und manchmal ist es ganz gut, einen Zeugen dabei zu haben oder vielleicht auch jemanden, der die Hand hält und ein bisschen beruhigt und vielleicht auch ein paar rechtliche Tipps gibt. Und da haben sich so, hat sich eine Gruppe von Leuten gegründet, die gesagt hat, so hey, das müssen wir jetzt institutionalisieren, am besten bundesweit. Und die Mitläufer haben sich jetzt als Verein gegründet und wollen so ein bisschen vermitteln, wenn Leute Hilfe brauchen, dann kann man in derjenigen Stadt sagen, ich suche einen Mitläufer und dann kriegt man jemanden an die Hand gereicht, der mit zum Amt kommt. Fantastische Sache, wo kann man sich da informieren? Ja, am besten direkt auf www.mitläufer.org. Fantastisch. Dankeschön dafür. Und jetzt kommt die dritte Aktion. Ja. Am 3. August findet in Berlin im Mauerpark das Mauerpark-Festival statt. Und mittlerweile explodiert das im Netz. Und alle sagen, wir laden die klügsten und vernünftigsten Menschen in Deutschland und Europa ein und überlegen uns, wie dieses System anders denkbar ist. Was hältst du von der Sache? Ja, also erstmal finde ich, ist der Mauerpark ein klasse Biotop, um auf kreative Ideen zu kommen. Ich habe selbst mal in Berlin gelebt. Und da hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht, dort zu sein, weil dort auch immer so spontane Kunstaktionen stattfinden. Und das zeigt eigentlich, dass man halt, sag ich mal, auch in Großstädten oder gerade in Großstädten kreative Räume braucht, wo Leute sich mal selber ausprobieren können oder auch mal selber mit kreativen Ideen spielen können und halt auch nicht immer mit diesen kommerziellen Hintergedanken, sondern miteinander, füreinander was machen. Und ich finde das vor dem Hintergrund richtig klasse. Super. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in Berlin, übermorgen und am 3. August in Berlin nochmal im Mauerpark. Ja. Okay. Dankeschön für das Gespräch und ich glaube, wir sehen uns sehr bald nochmal wieder. Und dann reden wir über viele weitere spannende Themen. Dankeschön für das Gespräch.
Und ich auch, ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Ihr wisst ja, in der Wahlkampfphase mache ich keine Interviews mit Politikern, sondern nur mit Aktiven. Wenn ihr Ideen habt und vor allem Themen habt für den Wahlkampf, meldet euch einfach und ich komme vorbei. Ansonsten meine nächsten Gäste, Katja Urbatsch von arbeiterkind.de, die nimmt das Bildungssystem selber in die Hand. Und ganz spannend, am Montag die Folge mit Jakob Augstein. Bis zum nächsten Mal.